Also ich finde eine positive Lebenseinstellung sehr wichtig. Man kann durch positive Gedanken einfach vielleicht die Krankheit besser bewältigen. Man entwickelt Strategien, wie man es bewältigen kann, eben durch so Hilfsmittel, wie zum Beispiel, da gibt es einen Healing-Code, was man machen kann. Oder man geht zum Kinesiologen, der wieder die Energieblockaden und sowas löst. Und der was auch einfach zur positiven Lebenseinstellung beitragen kann. Und natürlich durch Bewegung ist ganz wichtig. Und ja, negative Gedanken machen einfach krank.